Hallo, guten Morgen. Heute ist Feiertag und heute habe ich beschlossen, die Kamera mal mitzunehmen, weil wir heute alle zu Hause sind und mal gucken, was wir so machen. Es ist noch, ja, es ist jetzt, glaube ich, 9 Uhr oder so. Aber es ist halt ziemlich dunkel draußen. Ist egal. Ich fange jetzt erstmal an, einen Apfelkuchen zu backen, denn wir bekommen heute Besuch. So, heute Nachmittag bekommen wir Besuch. Und da möchte ich einen Apfelkuchen backen. Ich wollte eigentlich einen Hefeteig machen, habe aber jetzt festgestellt, dass ich keine Hefe mehr da habe. Naja, dann tut es halt einen Backpulverteig. So, ich habe jetzt hier 4 Äpfel, ein Ei. Dann habe ich hier Vanillezucker und Backpulver. Hier ist mein Mehl, der Zucker und Butter. Und hier hinten ist Milch. Dann nehme ich laktosefreie für die Luise. Und jetzt habe ich schon mein Rührgerät. Meine Küchenmaschine hergestellt und da werden wir jetzt erstmal als allererstes werden wir mal die Zutaten abwiegen, das Mehl und den Zucker. Vom Mehl nehme ich 250 Gramm und vom Zucker nehme ich so circa 80 Gramm, weil das wird nur eine kleine Springform. Also das wird jetzt kein ganzes Blech, weil so viel brauchen wir auch nicht. Ja, und jetzt von der Milch nehme ich dann, das mache ich immer so nach Gefühl. Also die kommt dann bei mir zum Schluss rein. Da sehe ich, welche Konsistenz der Teig hat. Aber das zeige ich euch nachher, wie der aussehen muss. Und dann versteht ihr das auch, wie ich das meine. So, von dem Mehl nehmen wir jetzt 250 Gramm. Jetzt gucken wir, ja, genau so. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einhändig hinbekommen. So, wollen wir mal schauen hier. Für ein großes Blech nehme ich eigentlich immer 500 Gramm. Und 500 Gramm Hefeteig reichen sogar für 2 Bleche. Das habe ich hier richtig gesaut, weil ich das halt mit einer Hand mache. Das müssen wir jetzt hinkriegen. So, Achtung. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ja, noch ein bisschen. Will nicht. Ja, gut. Gut, alles gut. So, von dem Zucker brauche ich jetzt circa 80 Gramm. Das machen wir jetzt auch noch. Das geht ein bisschen schneller. Oh, das war jetzt zu viel. Nehmen wir mal einen kleinen Löffel. Aber obwohl, ach, die 7 Gramm. Ach, ich lasse das jetzt drin. Ich baue jetzt zuerst mal meine Küchenmaschine zusammen, damit ich hier, ich nehme wieder Rührwedel. Der will nicht. Jetzt. Der Vorführeffekt. Jetzt. Jetzt sitzt er. Und meine Schüssel. So. Zuerst nehme ich das Mehl. Sieht es wieder aus. Das ist wieder typisch für mich. So, dann den Zucker. Zucker. So, mach den Vanillezucker rein. Vanillezucker. Ein Päckchen. Jetzt kommt das Ei noch rein. Das Ei. So, das kommt wieder auf den Kompost oder dann im Winter kommt es in Biomüll. So, dann habe ich hier. Ah, das Backpulver mache ich. Nein, jetzt mache ich erstmal das Fett. Fett, da mache ich auch ungefähr so 100 Gramm, aber ich schätze das jetzt, also ich habe das relativ im Gefühl, muss ich sagen. Und das ist, ich verwende Bio-Butter, weil ich das, also die hole ich seit neuestem vom Markt. Da habe ich, also der Biohändler, der diesen Putenhof hat, der hat auch Hühner und von dem hole ich jetzt Eier und der hat auch Milch und da gibt es dann auch Butter, Schmand und das kaufe ich dann von dem. Ja,
Habe ich ein besseres genäht? Das ist auch besser. Also das Putenfleisch habe ich schon gemerkt, dass das echt der Hammer ist. Also, so, jetzt habe ich das Backpulver noch dazu. Und jetzt fange ich erstmal an und verrühre das Ganze. So, und jetzt sehe ich, wie der Teig wird. Jetzt verrühre ich das erstmal. Und dann sehe ich, wie der Teig wird. Und dann gebe ich Schluck für Schluck noch Milch dazu. So. Und dann seht ihr ja dann, wie der Teig aussehen soll. Der Teig ist jetzt fast fertig, aber mir ist das jetzt noch ein bisschen zu flüssig. Ein kleines bisschen Mehl, glaube ich. Ich probiere. Nee, doch. Naja, gut, der klebt halt. Aber die Äpfel sollen ja auch in dem Teig versinken. Hier habe ich noch Mehl und Zucker, habe ich hier noch dagelassen, weil auf den Kuchen sollen dann noch Streuseln. Zeige ich euch auch, wie man einfach Streusel auf den Apfelkuchen macht. So, wir haben gestern Abend Pizza gebacken und da liegen die leeren Bleche jetzt noch hier. Die muss ich dann auch noch abwaschen. Ich mache jetzt doch noch ein bisschen Mehl dran. Also so richtig gefällt mir das noch nicht. Der ist mir noch zu feucht. Und übrigens, wenn ihr es ein bisschen rumpeln hört und ein paar Geräusche, man hört es jetzt gerade. Und zwar unter mir ist die Garage und der Jan Niklas hat gestern seine Winterreifen drauf gemacht. Also der Burkhard und der Jan Niklas, die machen jetzt gerade die Sommerreifen vom Jan Niklas sauber. Aber ich glaube, jetzt saugen sie gerade mal das Auto aus. So, Wäsche waschen muss ich heute auch noch. Es ist zwar heute Feiertag, aber ich habe heute den Tag mal, den will ich nutzen, um ein bisschen was zu tun. Weil morgen ist wieder Arbeit angesagt. Ich habe zwar heute einen freien Tag und werde das auch teilweise genießen. Ich denke mal dann am Nachmittag wird es ruhiger. Ich mache jetzt am Vormittag ein bisschen was weg an Arbeit und dann wird es ruhiger. So, jetzt ist der Teig fertig. Jetzt können wir verarbeiten. So, hier habe ich meine Springform. Das ist jetzt eine 26 cm Springform. Deswegen brauche ich auch nicht so viel Teig und nicht so viel Äpfel. So, und zum Einfetten von der Form nehme ich immer ein Küchentuch. Und dann nehme ich so ein Stück Butter. Das nehme ich hier so ab. So. Und dann könnt ihr die Form schön einreiben. Und vergesst mir den Rand nicht. Das ist ganz wichtig. Weil sonst bleibt der Kuchen nämlich haften. Das wäre nicht so gut, sonst kriegt er den schlecht aus der Form. Ich nehme zwar gern auch mal Backpapier für Blechkuchen und so, aber für die Springform, die fette ich dann ein. Weil das mit dem Rand, das ist mir zu heikel. Sonst kriegt man den Kuchen nicht gut raus. So haben wir die Äpfel jetzt schön in Spalten geschnitten und auf den Teig geschichtet. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Streusel mache. So, unter mir pocht's und hämmert's. Jawohl. So, also ich nehme jetzt hier den Rest Butter. Ich mache das immer nach Gefühl. Also da kann ich euch jetzt echt keine Rezeptangabe geben. Wie viel werden das sein? Das sind auch 100, 125, 100 Gramm ungefähr, weiß ich nicht. So ungefähr. Und ich mache das dann nach Gefühl. Ich muss das wirklich echt nach Gefühl in den Händen haben. Dann mache ich ein bisschen Mehl drüber. Und wenn mir die Streusel nachher zu feucht sind, mache ich noch ein bisschen Mehl drüber. Also wie gesagt, dann mache ich Zucker rein. Auch so nach Gefühl. Das ist alles Gefühlssache, die Streusel. So. Zucker. Und auf alle Fälle, weil es Äpfel sind, machen wir Zimt rein. Ein bisschen Zimt. So, Achtung. So, das reicht schon. So. Ja, unter mir, wie gesagt, poltert's und scheppert's. Der Burkhard und der Herr Niklas, die räumen gerade die Garage auf. Weil jetzt die ganzen Sommerreifen eingelagert werden. Und ja, mittlerweile haben wir 4 Autos. Das ist halt, ja, wir wohnen ja wirklich, also wir wohnen wirklich auf dem Plattenland und das ist halt, wenn man dann berufstätig ist und naja, Niklas muss ja jeden Tag in die Stadt in die Schule, zum Abitur und ja, also da ist sowieso, das braucht man hier und hier fahren so schlecht Schulbusse,
Also ich muss ja auch die Luise in der nächstgrößeren, nicht größeren, aber in der nächsten Kleinstadt, sagen wir es mal so. Es ist zwar auch fast wie ein Dorf, aber es soll eine Stadt sein. Ja. Und da muss ich die Luise ja auch abholen vom Bus. So, jetzt haben wir das schon mal gebröselt. Ich zeige euch auch gleich, wie das aussieht. Ich denke mal, ich lasse das so. Ich mache jetzt nicht mehr Mehl dran. Morgen muss ich, jetzt kommt jemand. Irgendwie. Luise? Ja, Niklas? Irgendwer kommt jetzt. Morgen muss ich übrigens auch noch Sonnenblumen organisieren, weil ich habe euch ja gesagt, die Luise hat Konfirmation. Und da müssen wir den Altar, am Sonntag ist Erntedankgottesdienst, und da müssen die Eltern mit den Konfirmanden den Altar schmücken. Und das machen wir dann. Ja, der Hund ist auch da, der ist im Garten. Und dann muss ich morgen Sonnenblumen für die Erntekrone organisieren. Die Erntekrone ist schon fertig und ich zeige die euch auch. Ich zeige die euch auf Instagram, denke ich. Da zeige ich euch die. Die ist wunderschön geworden. Also ich bin echt stolz drauf. Wir brauchen jetzt halt nur noch die frischen Blumen, die dann am Samstag reinkommen. Und dann schmücken wir halt den Altar und schmücken die Kirche. Und so sieht das dann aus, so ungefähr. Und jetzt lasse ich den circa eine halbe Stunde backen. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Wenn ihr einen Ober-Unterhitzeherd habt, dann nehmt 200 Grad. Und ich lege immer noch so ein Backblech unter, damit das, weil das kann sein, dass das hier an den Seiten manchmal, wenn der Ring nicht richtig dicht hält, deswegen lege ich da noch ein Blech unter und dann passiert da auch nichts. So, und hier die Äpfel, die bekommen dann die Hasen. Bringe ich dann den Hasen. Hier, Bärchen. Meine Süße, meine Maja. Die ist unsere Gute, gell? Ja, du bist unsere Gute. Ja. Wir gehen jetzt zusammen zu den Hasen, gell? So, der Apfelkuchen ist jetzt fertig gebacken. So sieht er dann fertig gebacken aus. Jetzt habe ich so lange rumgedödelt, dass es schon um 11 ist und ich das Mittagessen langsam vorbereite, aber nur vorbereite. So, ich stelle den Kuchen nochmal in den Ofen. Dann bleibt er noch ein bisschen warm, bis wir dann essen können. Schnellste Weg, Gläser und Flaschen herzubekommen. Ich muss mal schauen, die letzte Woche war echt, also die letzte Woche war heftig. Die war richtig stressig, ich bin auch richtig geschlaucht. Diese Woche sollte es theoretisch besser werden. Muss ich mal schauen. Aber es geht schon wieder gut los, weil heute Nachmittag hat sich schon wieder Besuch angesagt, oder heute Mittag, muss ich mal schauen, ob der Besuch heute Mittag schon kommt. Aber das ist mir halt auch wichtig, dass ich mich um meine Freunde kümmere. Und meistens ist das, wenn wir das spontan ausmachen, immer noch der bessere Weg, sage ich jetzt mal. Das ist für uns dann halt, ist bei uns meistens so, dass es spontan läuft. Aber gut. Also ich habe ja eigentlich heute frei. Aber ja, frei ist das auch nicht wirklich. Also ich fahre jetzt zum Landhandel und werde mich dann erstmal um den Haushalt kümmern. Weil da ist ja auch einiges liegen geblieben, weil
jetzt machen wir erstmal ein bisschen Gartenarbeit. Ich werde jetzt erstmal gucken. Wir haben nämlich Himbeeren neu gesetzt, wie die geworden sind. Ob die gut angegangen sind. So, hier sind die Himbeeren. Die sind natürlich jetzt, die werde ich jetzt so nicht abschneiden. Die sind jetzt hier, angeblich sind das ja die Triebe für nächstes Jahr, aber ich weiß nicht. Also ich lasse die jetzt erstmal so. Die sehen jetzt alle so aus. Gucke ich jetzt erstmal und schaue mir das nächstes Frühjahr an, ob ich sie zurückschneide oder nicht. Aber die scheinen ganz gut angewachsen zu sein. Die sehen alle so aus. Ja, die scheinen ganz gut angewachsen zu sein. Müssen wir mal schauen. So, hier die Brombeeren, die habe ich jetzt im Frühjahr hierher gesetzt. Die sind allerdings älter. Die hatte ich ja schon im alten Garten gehabt. Die habe ich umgesetzt. Und die haben dieses Jahr, waren die nur grün und haben nichts getragen. Also da war gar nichts dran. Die sind halt nur grün geworden. Die werde ich dann jetzt demnächst zurückschneiden. So auf die Höhe, das hier unten noch so. So auf die Höhe werde ich die zurückschneiden. Und dann treiben die nämlich im nächsten Frühjahr umso besser aus. Ach Maja, was machst du denn da? Maja? Wo ist er denn hin? Wir suchen sie mal. Maja? Wo bist du? Da. Da ist Maja. So, gerade gesehen, der Burkhard hat hier den Rasen ausgebessert. Da hat er noch Erde drauf gemacht und Grassamen. Aber das mit dem Grassamen, das hat er noch nicht so ganz kapiert. Weil da muss dann noch eine dünne Schicht Erde drüber. Sonst fliegt der Grassamen weg. Der Burkhard ist nicht so der Gärtner, der hat's nur gut gemeint. Weil die Maja hat hier den ganzen Garten, egal wo sie ist, buddelt die mächtige Löcher. Das war hier so ein Unkrautbeet, sag ich mal. Das hat der Burkhard mir komplett umgegraben. Und da kommt nächstes Jahr hier hinten sollen Stangenbohnen rein und hier sollen die Zucchini hin, weil die sind in den Hochbeeten. Die sind zwar gut geworden, hat auch reichlich Zucchini, aber irgendwie war das nicht so gut. Und hier habe ich mir jetzt noch Rhabarber hingemacht. Einmal hier die Stangen gucken sogar raus und hier soll angeblich, also das, ja, ich hoffe, das kommt raus. Also das soll Rhabarber werden. Ich hoffe, das wird was. Jetzt werde ich erstmal Laub fegen, weil das Wetter ist heute so schön. Es werden die letzten schönen Sonntage werden. Deswegen tue ich jetzt das Laubfegen. Das ist nämlich auch reichlich geworden.
Eigentlich haben wir ja schon reichlich Tiere im Haus, aber unsere Friederike, die konnte dem kleinen Kätzchen nicht widerstehen. Also ist diese kleine Katze auch noch bei uns eingezogen. Hörst du das? Ja. Was macht sie denn? Oh, das ist hier auf der anderen Seite, ne? Warte, halt mal bitte. Gib her. Mama, ich kann nicht weiter. Ach so, Halt sie okay. gut fest. Ja, ich halte sie fest. Und du nimmst den Jetzt Strich. lass los. Gut. Ja, jetzt kann ich los. Die Zeit für so ausgedehnte Abendspaziergänge ist eigentlich viel zu selten bei uns. Aber heute haben wir uns einfach mal aufgemacht und haben uns einen schönen Abendspaziergang gegönnt und auch die Abendsonne richtig genossen. Wo sind die Esel? Ach so, ich dachte, die sind jetzt schon hier. Ja, guck mal, hallo. Hallo, du auch, ja? Hier? Hallo, na du. Und du? Hm? Hübsch. Sind die hübsch? Jo. Das wurde ganz nass, gell? Hat's geregnet, ja? Hm. Oh, sind die hübsch. Jo. Die zwei waren Freunde, gell? Oh, bist du ganz schön staubig, hä? Hm? Jetzt denken sie, sie kriegen noch mehr, gell? Ja, ist gut. Ist gut. Ja? Du bist genauso. Du bist auch eine Liebe. Und du bist nicht so zutraulich wie der andere. Schnupfst du ganz schön lange, hä? Ja. Das ist gut. Ist gut. Das sind meine Kumpels hier. Macht mal IA. Du wirst dich wundern, wenn die schreien hier. Ja. Das hörst du bis da vorne. Ja. Ja, mach mal IA. Komm. Heute wollen sie nicht. Nee. Aber die sind schön. Gemütlich sehen sie aus. Seid ihr gemütlich? Hübsch. Ja, bist du ein Schöner, ja? Was denn du? Und schon kaufen wir auch einen Esel, gell? Ja. Was willst denn du mit dem Esel im Garten? Nee, wieso, da brauchst du keinen Rasen mehr zum Mähen, gell? Ich glaube, da hast du bald gar keinen Rasen mehr. Ja, so machen sie es aber nicht kaputt. Weißt du, wie lange die hier schon grasen? Na, jetzt will der Bock halt noch einen Esel haben. Das hast du gesagt. Aber die kommen sie jetzt alle. Die haben dich lieb. Ja. Das ist die eine. Ich bin für das Sapper. Ich möchte meine Hände waschen. Hörst du Esel? Ja, jetzt rühren die Esel. Ja, die haben das mitgekriegt. Von Maya. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Familienzeit. Ach, und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr meinen Kanal auch gern abonnieren. Also, tschüss, bis bald.